Hey, willkommen zu einer weiteren Folge von Rains 2015. In der letzten Folge haben wir uns für Startplatz Nummer 1 qualifiziert und behalten diesen Platz im Rennen hoffentlich, und hoffentlich fliegt Vettel irgendwie raus und Hamilton wird Zweiter. Willkommen auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez, wo das heutige Rennen stattfindet. Die Autos stehen bereits in der Startaufstellung, schalten wir also mal kurz zur Strecke runter. Nico Rosberg wird besonders zuversichtlich sein, das heutige Rennen gewinnen zu können, nachdem er sich gestern die Pole gesichert hatte. Zweifellos in einem der besten Autos, die Mercedes in den letzten Jahren gebaut hat. Nach seiner fantastischen Vorstellung gestern wird er dieses Wochenende definitiv weit vorn beenden wollen, hat aber eine Menge Rivalen. Ich glaube nicht, dass er mit einem einfachen Rennen rechnet, besonders nicht, wenn man sich die Teams um ihn herum so ansieht. Danny Quert hofft, dass die DRS-Probleme, mit denen er vor ein paar Tagen zu kämpfen hatte, nun gelöst sind. Andernfalls wird das heute für ihn ein langer Grand Prix werden. Es gab einen Schreckmoment, als es kurz vor der sechsten Runde kaputt ging. Quert hatte Glück im Unglück und konnte den Wagen abfangen, bevor er in die Absperrungen raste. Das Team ließ verlauten, dass es den Bruch eines mechanischen Bestandteils identifiziert und repariert habe. Es sollte alles wieder okay sein. Okay, dann auf geht's. Du hast heute sehr gute Chancen auf den Sieg. Ziehen wir es durch. Jawohl, wir ziehen's durch. Hier geht's nicht vorbei, Arschloch! Immer langsam, schießt euch ja nicht gegenseitig aus dem Rennen. Er hat mich aus dem Rennen geschossen hier. Vettel. Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen deutlichen Abtrieb. Nein! Das sagt ihr mir erst jetzt! Jetzt kann ich nicht mehr zurückspulen. Ich habe meinen Frontflügel leider nicht fliegen sehen. Sonst hätte ich wahrscheinlich nochmal zurückgespult. Jetzt muss ich ohne Scheiß Frontflügel fahren. Ey, sag mal! Rum, rum, rum. Fette schnellste Runde von wegen. Verwarnung, na klar. Arschlecken. Erhalten 5 Strafsekunden, weil du die Streckenbegrenzung nicht eingehalten hast. Denk daran, dass die Strecke von den Linien begrenzt wird und nicht von den Curbs. Ich will nur gucken, wie ich ihn getroffen habe. Noch nicht mal. Aber der fährt einfach weiter, was für ein Arschloch. Mensch. Bist du in Ordnung? Ich fahre nochmal ordentlich jetzt.
weil ich es einfach nicht geschafft habe, Vettel rauszuschmeißen. Vettel ist wahrscheinlich Platz 4, wenn ich so... Okay, Platz 3. Wollte ich mich gerade freuen, war es wieder nix. Vettel schadet meinem Team. Hamilton muss Zweiter werden. Mindestens. Hamilton hinter mir? Mach bloß keinen Scheiß. Ich habe schon wieder im Heck gespürt. Wäre ich fast in die Box gefahren jetzt. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Nicht für mich. Boah, zu weit. Also wenn Hamilton mir am Heck klebt, dann darf ich auch nicht gleich in die Box fahren, wenn mir gesagt wird, dass ich in die Box fahren soll, weil Hamilton mir dann hinterher fährt. Verdammt, halt's Maul. Dass ich die Kurve immer zu weit nehmen möchte, das kriegen die nicht mit, ne? Dann kürzt man halt mal ab, wenn man auf dem Weg zur Box ist und dann sich nochmal schnell umentscheidet. Thank you.
dass der Grip deiner Reifen jetzt allmählich merklich nachlässt. Dieser Satz sollte aber noch eine Weile durchhalten. Vettel scheint wieder auf 4 zu sein. Da hinten kann er ruhig bleiben. Hauptsache Hamilton ist immer noch Zweiter. Alter! Jetzt ist Vettel schon wieder auf 3. Was soll der Müll? Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Jetzt hat sich Vettel wieder überholen lassen, aber... Oh Mann. Ich guck da gar nicht mehr hin. Jedes Mal, wenn ich bemerke, dass Vettel auf 4 ist, dann wird er gleich wieder auf 3. Wow, wenn man ein Viertel verbraucht hat, hat man nur 3/4. Okay? Ich glaube ihm einfach mal. Vielleicht hätte ich damals in der Schule mal aufpassen sollen. Da hatte man ja, glaube ich, auch so gerechnet. Alter. Für den nächsten Stint bekommst du Primes. Ich sag mal, du wirst mich jetzt nicht ausbremsen. Das war knapp. Ich musste. Ich konnte nicht anders. Scheiß auf die Verwarnung. Deshalb holt mich Hamilton ein, weil meine Reifen runter sind. Ey, pass auf. Wir sind im selben Team, ja? Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Okay, ich darf aber noch nicht rein. Ich
Ich muss noch eine Runde fahren, weil Hamilton erstmal reinfährt. Wenn ich jetzt reinfahre, dann steht er hinter mir. Und Vettel geht auf 2. Nein. Kann ich nicht. Nein, 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 zu weit. Alter! Vollidiot! Was sollte das? Wir sind im selben Team, Hamilton. Da, bam. Ist klar. Der fährt nicht in die Box. Okay, wenn er nicht in die Box fährt, dann übernehme ich das jetzt. Ha! Scheiße. Haben die das wirklich gepatcht? Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Tja, schaffe ich. Locker. Sehr reifenschonend fahre ich nicht, aber scheiß drauf. Ich fahre ja auch nicht spritsparend, wenn ich selber schalte. Es sind 60% des Startbenzins übrig, noch 60% des Startbenzins. Wenn du weiter so die Kurven schneidest, prunkt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Ja, dann prunkt mir die Rennleitung halt eine Strafe auf. Verdammt. Hamilton nur noch auf 2. Cool. Die Reifen sind ja noch nicht so lange drauf. Nach einer Runde sind die Reifen halt noch nicht runter. Oder zwei. Jeder Vollidiot schafft 2 Runden mit diesen Reifen. Oder kann man die nach 2 Runden schon so runtergefahren haben? Ich habe hier Angst in dieser Kurve, dass ich die irgendwann mal nicht richtig kriege.
kriege. Naja, Mann. Jetzt bin ich... Ich soll hier nichts neben dem Lenkrad liegen lassen. Hier liegen Teile auf der Fahrbahn. Wem gehören die? Hätte mich jetzt interessiert, ob die irgendwie rot wären oder so. Dass die vielleicht einen Ferrari verloren hat. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Wieso im grünen Bereich? Was ist passiert? Wer ist das? Vettel? 20? Ha! Was ist denn mit dir los? Mach mal Platz. Vettel auf 20. Ist etwas schneller unterwegs als du. Er verkürzt seinen Rückstand pro Runde um 5 Zehntel. Alter, ich hatte gerade Vettel, der mich blockiert hat. Ist halt ein Arschloch. Bestätigt sich immer wieder. Vettel auf 20. Der war gut. Ich weiß aber nicht. Irgendjemand hat Vettel abgeschossen. Nein! Dein Frontflügel hat Schaden genommen. Besser, du kommst zur Reparatur. Wenigstens sagt er mir das jetzt schon. Oh, jetzt ist Hamilton aber wieder so nah. Ist der nicht sonst immer Letzter? Oh, Entschuldigung. Also besser kann das Rennen doch bis jetzt gar nicht laufen. Sei denn Vettel schafft es irgendwie nochmal durch ein Wunder nach ganz vorn. Ja, das bezweifle ich mal. Und wenn schon, Hamilton ist Teamkollege. Trotzdem werde ich versuchen, diesen Platz zu verteidigen.
Das Rutschen tut den Reifen ganz schön weh. Okay, wir haben jetzt über die Hälfte unseres Startbenzins verbraucht. Wir sind bei 40% Benzin. Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst dir die Rennleitung eine Strafe. Alles klar, Jeff. Wir sind gerade mal in Runde 15 von 18. Du willst mich nicht wirklich überholen. Vergiss das mal schön. Der Typ ist eine Runde hinter mir. Versucht er wirklich, mich nochmal zu überholen? Soll vielleicht aber auch bedeuten, dass meine Reifen schon wieder total runter sind. Hamilton soll ruhig aufholen, der ist ja... Oh, wieder direkt hinter mir. Es sind jetzt nur noch zwei Runden. Was? Was? Was ist das denn jetzt? Mach das weg. Okay, Reifen sind warm. Welche Taste bin ich gekommen? Wie kriege ich das weg? Kann mich jetzt nicht konzentrieren. Na, genau, Arschloch! Die Strecke ist frei, grüne Flagge. Sieht man noch nicht mal.
Ach, falsche Taste. Da kommt... Fährt mir genau rein. Was macht er mit Absicht? So, jetzt blockiert er mich natürlich. Fährt er auf meiner Linie, damit ich da nicht vorbeikomme. Aber ich komme immer vorbei. Die Reifen sind aber auch ganz schön rutschig schon. Alter! Mann, lass mich doch mal an die Tasten. Fährt der mir noch weiter ins Heck, ey. Seine Schuld. Wenn er damit nicht klarkommt. Ob ich irgendwann schon mal anders lag. Jetzt ist Hamilton nicht mehr Zweiter. Selber schuld, weil er das Arschloch spielen muss. Fantastisches Rennen. Der Weltmeistertitel gehört dir. Was für ein Ergebnis. Genieß es. Ihr Weltmeister, war es das? Was macht der denn? Hä? Ach so, freut sich. Okay. Wann wurde gesagt, dass das das letzte Rennen ist? Habe ich wohl irgendwie verpasst? Mit diesem Sieg ist Nico Rosberg Weltmeister. Was für ein fantastischer Tag für den Deutschen. Wir waren uns immer schon einig, dass Rosberg dieses Jahr gute Chancen auf den Titel hat und mit dem heutigen Sieg hat er es allen gezeigt. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Vettel auf 18. Der hat's doch noch geschafft. Aber auch nur, weil die da 5 Sekunden Strafe hatten. Scheiße. Und Hamilton, so dumm wie er ist, hat es nur 4 geschafft. Er hätte Zweiter werden können, hätte er mal abgebremst und wäre mir nicht reingefahren. Trotzdem ändert das jetzt nichts an der Platzierung. Unser Team ist natürlich Platz 1 und 2. Genauso wie es gedacht war. Vettel mit 75 Punkten Abstand Dritter. War aber auch klar, dass die zwei Ferrari Platz 3 und 4 bekommen. Wir können uns jetzt die komplette Wiederholung nochmal anschauen, aber ich glaube, das lassen wir mal. Obwohl der Start eigentlich immer recht interessant ist. Oh, da kürze ich ab. Warum kürze ich da ab? Ach so, ich musste, weil Hamilton hinter mir war. Oder? War das schon dort? Egal, weiter.
Okay. Also kommt doch noch ein Rennen. Runde 18. Brasilien. Also sind wir noch nicht ganz Weltmeister. Das heißt, wir müssen immer noch versuchen, in dem nächsten Rennen Vettel daran zu hindern, auf Platz 2 zu kommen. Obwohl das eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr möglich ist. Oder? Ich glaube ja nicht. Selbst wenn Hamilton Dritter wird und Vettel Zweiter, schaffen wir es immer noch. Na gut, dann geht's in der nächsten Folge mit dem Training in Brasilien weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mal dabei. Bis denn!